Moin, moin, meine Chibis! Heute geht's ins dritte Gebiet und Line Action ist wieder mit am Start. Ayo. Also sprich, Line ist jetzt wieder am Drücker, ich bin gleich wieder die Steinschleuder. So, dann mach mal. Wenn du nicht weißt, wo anfangen sollst, ja, deine Mission vielleicht abarbeiten. Also, du kannst hier in Stille Ufer. Ja, neues Gebiet. Ja, dann mach mal. Dann mal schauen, ob ich vielleicht... Aber wir wussten jetzt nicht, ob hier vielleicht jetzt irgendeine... Szene kommt. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ein neues Pikmin oder mal eine Zwiebel für, keine Ahnung, die Eispikmin oder so. Wir schauen mal. Ich komme gleich noch hinzukommen und dann gucken wir, was uns erwartet. Bis gleich. Ja, sieht schon ganz cool aus. Also eine Zwiebel kriegen wir aber auf jeden Fall, gibt immer irgendwie eine. Sieht schön aus hier. Ja. Ah, die mit ihrer dämlichen Aber die Blumen Zunge. Sind schön. Da frage ich mich, welche... Zwiebel, wie ich hier Okay, bekomme. Das sind auf jeden Fall Unterwassergegner, sprich auf jeden Fall mit Wasserpigment musst du sehr viel zu tun haben. Ob es eine neue Zwiebel ist oder vielleicht die für die Eispigment, das wäre auch mal ganz nett langsam. Ja. So, gleich füge mich mal noch hinzu, ne? Ja, da habe ich ein bisschen Rohmaterial gesehen, das nehmen wir auch gleich noch mit. Die Umgebung zu kennen ist wichtig. Gut, und es ist wichtig, dass du mich auch erst... Dich um. Ja, haben wir vor... Was war denn das nochmal? Plus. Was nie Plus? Nee, muss... Also, das Menü ist manchmal echt... Ja. Warum immer das hier? Das weiß ich doch schon. Das reden wir nicht darüber. Okay, nehmen wir auf jeden Fall ein paar... viele... Ja, nimm mal am besten viele... ja, ich weiß nicht, Wasserpigment auf jeden Fall mit. Sogar, es ist sogar... Wir kriegen sogar eine neue Art vorne. Also, ich tippe hier so ein bisschen eventuell auf die Flug. Ich würde sagen, nehmen die Wasserpigment mit, Eispigment mit und ein paar rote auf, falls da am Anfang auf jeden Fall Gegner... So ein bisschen ausgleichen. Also von jedem so 20. Ja. Ich tippe ja vielleicht so ein bisschen auf die Flügel-Pigment. Die hat man, glaube ich, im dritten Teil auch in einem Fluggebiet bekommen. Oder nicht? Ja, erstmal da die roten. So, hier war doch gerade irgendwo Rohmaterial. Ja, du gehst jetzt da mal ins Wasser. Ach, da brauche ich eh. Das mal eben ein. Ja. Sehr gut. Da kannst du die roten nochmal wieder vermehren. So, da haben wir noch außerdem noch ein Dings. Da vorne schon ein Gegner. Haben wir Bomben da? Erzähl's mir, da vorne kannst du es wegsprengen. Geh mal da hin und guck gleich mal eine Arbeit nach. Okay, da unten, guck mal, unten rechts haben wir jetzt so ein C da, welche Pikmin jetzt am Faulenzen sind. Ich finde ihn aber ehrlich gesagt ein bisschen nervtönend, braucht man nicht unbedingt. Ja. Ich schieße den Blobbel schon mal ab. Okay, steigen wir mal. Gleich abhauen aber, ne? Ja, ja. Wir können. Leute, Rückzug. Perfekt. So. Dann das. Man hätte Wobei das auch ein bisschen Wasser liegt, dann. Man hätte das auch einfach ein Item holen können. Alter, der schießt. Du Dings. Du Arsch, ey. Ey, da vorne! Das ist Oli. Also, ich sage immer, es ist Olimar. Das ist ein Hund auf jeden Fall. Ja, und seine Figur. So. Mal also, und hier der Laub. Also, ich sage jetzt einfach mal, wir wissen es wirklich noch nicht, aber wir sagen jetzt einfach mal, das könnte wirklich Olimar sein. Deswegen bleibe ich einfach jetzt dabei. Das ist erstmal, es wird vieles dafür sprechen. Ja. Wir haben halt gerade noch ein bisschen die blauen, die werden wir hier noch viel brauchen. Mhm. Wow, ups. Entschuldigung. Ja, lauf weiter. So. Da ist noch ein Gegner, den klappe ich mal ihm weg. So. Ja, frier erstmal ein. Dann können die das abtransportieren. Da muss man auch einfrieren. Das ist was für Ocean. Ja. Dann. Lass die Roten das abtransportieren. So. So. Und die anderen 10 gehen mal zurück. Nein, das hätte ich jetzt gerade nicht gemacht. Stopp. Die Roten kommen wieder. Nimm die anderen 10 mit. Ja, die sollen das ruhig liegen lassen. Hallo, stopp. Ja, und die musst du schon da drin lassen, Hase. Das Eis muss bestehen bleiben. Nicht den Gegner abtransportieren. Ja, will ich doch gar nicht. Das sieht immer das Falsche an. Ich hasse das. So. Damit die wieder rüberkommen. So, jetzt geh mal zurück und mach da auch mal. Dann kannst du mit Ojin das schon mal gleich kaputt machen und die anderen können auch gleich darüber. Zum Glück geht das wenigstens auch, wenn ich drauf sitze. Würfel. Ja, dann du schon mal den einen mit.
Ja. Gut, die kann ich jetzt, da ist alles weg. Ja, richtig. Die zwei können ja schon mal, die Eispigmen können ja das schon mal mitnehmen. Dann das mit. Du kannst ja einen Eispigmen noch bei Oton reinschmeißen, weil der ist ja dadurch irgendwie schneller, wenn ein Pigment da noch mit geht transportiert. Mit genau. Warum auch immer. Gut, hier sind wir fertig. Irgendwie schleift das dann nicht so beim Boden. Ich weiß ja nicht, ist das. Was? 40 brauchst du dafür. Ach, Scheiße. Ey, wir sollen ja hier auch eine. Eine Zwiebel bekommen. Ja, also, nimm, es ist mal Frage. Die Leute mit. Das ist ja gerade eine Fragezeichen. Vielleicht eine neue Art. Geh mal in der Richtung. Da, wo der Stein hingeworfen ist, da links entlang. Man soll auch mindestens eine neue Zwiebel kriegen, also. Geh mal da lang. Ich hätte, wie gesagt, nichts gegen die Eiszwiebel. Das wäre langsam nett. Da brauchst du auf jeden Fall die Eispigmen. Acht, 80 Stück. Okay, vielleicht steigst du mal auf Ocean drauf mit den allen, mit alle. Warte mal. Und dann schwimmst du mal mit Ocean ein bisschen. Geist, kommt ihr mit, danke. Ja, dann nimm den anderen auch mal mit. Was für das bringt gar nichts. Oh, eine Wassermelone. Ich schmeiß gerade nur die blauen drauf. Die roten jetzt gerade mal nicht. Nee. Weil die saufen sonst ab. Ja. Genau. Das können dann auch gleich, sage ich mal, die gleich abtransportieren. Oder, gut, Ocean können das, glaube ich, mittlerweile auch. Ja, Ocean kann das mittlerweile auch. Also ich würde dann jetzt gleich einmal kurz ans Ufer gehen und dann einmal kurz mit Ocean spielen und der soll das Ding rausholen. So. Huch. Da. Da geht's hoch und da brauchst du. Komm. Oder wie viele brauchen dafür? Du kannst auch erstmal gucken, wie ist überhaupt das Gewicht. Vielleicht reicht es ja auch mit den Wasserpigmen aus. Ja, dann muss ich noch kurz drauf. Man weiß ja nicht, wie groß das Ding ist. 100! Okay, das muss Ocho machen. Ja, muss er. Weil wir haben noch gar nicht so viele Pigmen. Nee. Siehste, und weil dann. Weil Ocho ist nämlich gerade so stark, dass er das alleine abtransportiert. Und ja, lohnt sich jetzt schon, dass Ocho das abtransportiert. So, dann wechseln wir zurück. Und ich würde aber gleich trotzdem irgendwie ein Pigmen da ranhängen, damit der einfach ein bisschen schneller ist. Ich hänge schon mal ein paar blaue ran. Damit er so ein kleines bisschen das besser reicht, denke ich, oder von. Ja. So, jetzt dreh mal die Kamera. Probier mal da hochzulaufen. Aber so natürlich, dass du siehst, wo die Felsbrocken herkommen, ne? Da ist doch auch schon wieder irgendwas im Boden. Irgendwas, ja. Wo sieht es aus? Ich muss es ausgraben. Kann das sein? Ja, dafür bräuchte ich so eigentlich die Felspigmen, weil die können. Ach du Scheiße, so eine Dreckskrabbe. Nein! Ist ein Pigmen gestorben. So. Am besten ist es aber, wenn du die Felspigmen hast. Die können. Oder mit Ocean da hochgehst. Du kannst auch so versuchen, musst du halt das Timing. Boah, pff, Scheiße. Oh, Best. Oh. Ja. Okay, geh mal lieber zurück! Nein! Oh, oh Hase! Ich kann nicht reagieren. Ja, Leute, komm, hallo, mitkommen! So, wieder die nächsten tot. Herzlichen Glückwunsch, Schatzi. Ihr könnt ihn mal bitte ein bisschen schneller machen. Lass das, mitkommen. Oh, so eine Scheiße. Du hast gerade, wie viele Pigmen kommen wir? 29 Pigmen auf dem Gewissen gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, den Tag noch mal ein bisschen. Scheiße. Hier wird nie gechillt. Du hast doch gerade alles falsch gemacht, was man nur falsch machen ich konnte. Ich komme noch runter. Mann, wir brauchen echt ein Zwiebel für die blöden Eispigmen. Wir haben davon halt auch nur 5 von den Steinen. Ja, dann nehmen die alle wieder noch so, dass du wieder voll hast und dann geht er mit Ocean halt meinetwegen hoch oder so. Ich weiß nicht, wie ich ihn mitnehmen soll, weil ich kann ja nur 3 Arten mitnehmen. Ja, dann musst du alles mit Ocean musst du auf den Rücken halt tragen, ne? Blaue brauchst du hier auf jeden Fall. Dann nehmen noch jeweils alle 10 mit. Und dann musst du mit Ocean auf dem Rücken halt versuchen, da hochzukommen. Oh, bitte lass uns endlich mal eine Eiszwiebel oder so. Okay, wir müssen die Eispigmen auf mehr können. Oder von mir ist auch die Felspigmen. Warten das nochmal jetzt. Oder warte mal, kommst du nicht auch damit, wenn er Dorido will, kommst du nicht mit Ocean auch einfach hoch? Also das ist auf jeden Fall was zum Bauen. Ja, aber wir haben gerade kaum Materialien. Ja. Da warst du schon gewesen. Warte mal, geh mal zurück. Dreh ich mal, Hase. Wir brauchen nur 17. Ja, gut. Dann schick da mal die roten los. Dreh dich mal. Nein, nochmal drehen. Schatzi, da wo ich. Also, hier hin. Hör mir zu. Da oben. So, pick mal graben. Dann sollen die
die das jetzt erstmal kurz bauen, weil dann brauche ich da die... Hoch? Das Wasser geht zurück. Ah, hier gibt's Ebb und Flut. Ja, scheint so. Interessant. Wo ist denn das Wasser hin? Anscheinend ist in diesem Gebiet nach Mittagsebene Ebbe. Da kann man jetzt sicher recht gut erkunden. Das ist praktisch. Ja, jetzt könntest du auch einfach so rüber. Ja. Und hier ist noch ein bisschen Wasser. Ja. Ich würde auf jeden Fall gern das... Oh, ich würde eigentlich gern, oder komm da gerade auch noch nicht lang. Ich würde auf jeden Fall gern bald noch irgendwie das Ding da rausziehen. Ja, dass wir dann Abkürzung aber dann musst du haben. Von der anderen Seite. Ja. Nimm da erstmal das... So. Da ist der Denobling wieder! Und diese Person, die da liegt, das könnte unser Pilot sein! Riskant! Unternehmen wir nichts über die gestrandete Person zu Denobling! Worauf wartest du noch, Kunstschnabel? Mach halt selber! Soll ich? Ja. Ja, dann Dori Burg. Zeitlimit 5 Minuten. Ich habe schon gewartet auf dich. Es gibt eine neue Regel, mit deren Hilfe ich dich testen werde. Oh je, was denn schon wieder? Die Erklärung folgt, wenn es an der Zeit ist. Beginnen wir. Warum ist er jetzt auf einmal ein Laubling? Das war gerade eben aber noch keiner. Olimar, sagen wir mal, es ist Olimar schnell. Gelbe Pigment. Diesmal. Das war aber gerade eben noch kein Laubling, den sie damit runtergenommen haben. Haben wir ihn jetzt schon so schnell zu einem gemacht, oder was? Ja. Olimar lässt nichts anbringen. Auf jeden Fall. Schön erstmal die... Das ein bisschen vermehren oder was? Ja. Das wird schon auf jeden Fall auch noch was abtransportieren, ne? Nur das große. Erstmal, ich finde erstmal ist es erstmal ja egal. Huch. Hier haben wir eine geheimnisvolle Zuwachskapsel. Auch Glück gehört zum Dadori. Niemand weiß im Voraus, was so eine Kapsel ein Item enthält. Na toll. Doch nutzt du das Item klug, wird dann der Dori sich verbessern. Hol dir möglichst viele und verwende möglichst viele. Na super. Also quasi Mario Kart Items. Ja. Kann man doch wegdrücken? Hallo. Weiß nicht. Ich kann das gerade nicht wegdrücken. Jetzt. Warum dauert das denn so lange, dass man das wegdrücken kann? Gut. Scheiße, da ist nämlich eigentlich gerade einer. Ich würde die eigentlich gerne mitnehmen. Oder kann ich die auch einsammeln? Okay, ich kann die auch selber einsammeln, gut zu wissen. Multi-Ultimation-Spray. Sollen wir es denn mal benutzen oder erst noch nicht? Ja, aber wenn alle Picken bei dir in der Nähe ist, ne? Soll ich? Ja, aber erst wenn die alle anderen... Oh, eigentlich habe ich alle. So. Lass die mal hier auf die Gegner los. Die gerade so motiviert sind. Lass ein paar auch graben, wenn die gerade so motiviert sind. Ja, das rutschen ja auch gerade. Okay, plus ist es vielleicht heißt es, aber es mit Pigment. Ich glaube, vielleicht ist es so ein Leuchtpigment. Kann das vielleicht sein, so ein Leuchtkeim? Könnte sein. Soll ich machen oder noch nicht? Ja. Ne, einfach mal Pigment. Ja, geil. So. Geil. Mit. Ja, lass gleich ein paar noch schieben. Da kannst du ein Pigment dranhängen, Hase. Oder? Nein, hier hoch. Und da dranhängen. Ja, da. Komm schon. So, die nimmst mit. Rutschen, mach. Boah, eine goldene Birne. Das ist ein Goldschönheitsideal. Es ist schwer, daher ist es schon großen Wert. Wahrscheinlich ein seltener Schatz. Gelingt es dir, ihn einzusammeln, werde er dich zum Sieg einiges näher bringen. Scheiße, wo ist denn der? Weiß ich nicht. Jungs, mach kaputt. Da hinten. Ja, warte mal kurz. Genau, was das ist. Oh, die sind noch fertig. Das ist da hinten, das Teil. Ja, dann geht da am besten mal hin. Sag mal am besten Ocean und die anderen noch ein. Die sind wahrscheinlich gerade bei Dings, bei Basis. Wo ist der dämliche Hund? Der braucht viel zu lang. Mach hin. So, und jetzt geh mal hin. Schnapp dir deine Leute.
Oh, echt jetzt? Mach. Wo ist jetzt? So. Wo ist die Birne? Da vorne. Ach du Scheiße. Ja, ich guck mich da rum. Pack das so hin, dass ich das auch sehen kann mit der Kamera. Also. Ach nö. So, die. Ja. Das sind ja ganzen Pikmin, die sollen eigentlich auch schon mithelfen. Ja, da stehen die rum. Nimm die Dreckskrabbe, hallo. Hau ab, Mann. Leute, schneller! Ja. Lass sie doch, wo liegt die Kraft? Nee, ich hasse solche Sprüche. So. Mach mal Y. Und du weißt, was das ist. Keine Ahnung, was das ist, aber. Was denn? Das war mit einer Bombe. Hm. Das Viech muss weg, das stört. Ah, er möchte jetzt klauen. Nein. Na, hol mal deine Leute da wieder ab. Leute, nicht schlafen. Scheiße. Bonusobjekt. Das kann man noch mitnehmen. Da. Ach, ah, die kommen mit manchen Sachen nicht mehr an. Zeit ist rum. Keine Ahnung, ob die Goldklumpen jetzt überhaupt noch gezählt haben, ehrlich gesagt. Ja, du hast mit 100 Punkte Vorsprung gewonnen. Ich weiß ja nicht, was das ungefähr ist. Das Gold ist. Platin! Platin, was wow. Super. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding gleich auf Anhieb auf Platin schaffe. Gut gemacht. Und erneut hast du deinen Dory-Kunden unter Beweis gestellt. Diese Person gehört dir. Aber das war doch gerade eben noch kein Laubling. Haben sie gerade eben schnell zum Laubling einfach gemacht, oder was? Duppidu. Bis nächstes Mal, Onima. Hm. Und wieder hat sich dieser Laubling einfach davon gemacht. Zum Glück ist der gestrandete Person nichts passiert. Ein beeindruckender Sieg. Und wir haben doch was vom Mittel da. Ja, aber wieso nichts passiert? Das war eben, weil sie reingeschmissen war, da noch kein Laubling. Jetzt ist da einer. Wir können ihn zum Glück gleich retten. Nizu, Orchin, transportiert die gestrandete Person sofort zu Beagle. Ja, mal kein so. Weiß nicht. Ich würde ungern so viele Eispigmen mit haben, wenn wir noch gar keine Zwiebel haben, ne? Also ein paar Rote zum Kämpfen sollten schon mit dabei sein. Ja, das lass so. Dann sollen, keine Ahnung, die Roten den abtransportieren. Na, guck, schaffen die das? Ah, die sind so schlungig da runter. Ja gut, dann... Ich würde ja gern... Galoppier mal los. Die Abkürzung dann. Und geh jetzt mal wieder da lang. Also toll, wir hätten auch den Wassermelon so bekommen können. Jetzt ist das Wasser hier auch weg. Man kann ja erstens gucken, ob da noch irgendwas ist. Da ist so ein Scheißviech. Deswegen sage ich ja, lass die Roten da ein bisschen gegen kämpfen. Ich den nicht glaube. Warte, der ist noch hier irgendwo. So. Ja, wahrscheinlich kommt hier wieder können Error. Die nicht können die nicht gleich einfach behandeln? So, Error, ist klar. Wieder keine Information. Ja. Gut, beeilen wir uns einfach. Ich finde aber scheu, dass sie einfach gleich sagen, so, jo, wir haben ja was, die heilen ihn einfach direkt. Hauptmission, kehre zum Basiscamp zurück. Warum sollte man jetzt schon zum Basiscamp zurückgehen? Dann gehen wir da rein. Nö, hätte ja sein können. Weißt du, man hätte auch einfach sagen können, so, ey, warte mal, kannst du mal bitte zurück... Kannst du mal zurückgehen? Nur mal, nur mal gucken, ist nicht was Leuchtendes? Nee, oder? Nö. Sei ihm nur so kurz nach raus, weil so ein leuchtender Punkt war. Nö.
Gut, dann gehen wir weiter. Da oben geht's noch hoch. Da ist noch eine Mauer, die kannst du niederreißen. Ja, ich würde auch gerne, wo ist denn die Abkürzung da? Oh, das ist ein Pfirsich. Ja, ach, der Kerl. An den kann ich mich noch erinnern. Das ist auch ein komisches Viech. Ja, der muss quasi erstmal ein bisschen rauskommen und dann hau ich mit. Well. Was bin ich denn? Ihhh. Ja, der muss mal hinten den an den Knospel, kann ich mich noch dran an. Sollte man den angreifen. Ja, den muss auch irgendwie von hinten, aber kommt gerade nicht wirklich an den ran. Nee. Ja, das ist gut. Schön hinten an der Knospe. Sehr gut. Da liegt auch noch was im Schilf. Da ist die Hase. Da vorne. Geradeaus ja. Durch. Ja, das. Komm jetzt rauf da. Jawoll. Lass aber erstmal die. Nehmen wir erstmal den ganzen Pikmin mit. Aber die gerade nicht am Abtransportieren sind. Und das halt auch noch was zum kaputt machen. Da lass mal schon Ojin dran ziehen. So, dann kannst du auch mit dem. Oh, Leute, dahin, danke. So. Ich habe noch. Da kannst du jetzt auch schon mal ein paar drauf loskloppen lassen. So, dann kehr mal zur Basis zurück. Oh, da liegt ein Schatz. Ja, geh mal zur Basis zurück und hol dir mal die anderen Pikmin alle ab. Die können ja da schon mal den Weg frei kloppen. Ja? So, dann holst du jetzt eine ganze Truppe. Und dann kannst du ja gucken, welchen Weg, ob du jetzt da, wo die Topflanze ist, ob du jetzt da lang gehst, ist ja egal, ist ja gerade Ebbe. Mit diesem Nachzügler. Ja. Mhm. Ja. Ja, Schatz abtransportieren natürlich. 7. So, sollte kein Problem sein. Hier war ich schon, wo der Schatz dann. Ja, da geht's ja schon durch. Da bist du also, ja gut durchgekommen, ja, das ist die Abkürzung. Ist eine Abkürzung. Drehkamera. Noch ein bisschen drehen. Warum ist hier Rohmaterial? Komm, rote können wir auch brauchen. Ja, aber das ist. Wir haben gerade nur zwei rote da. So, ja, gut. Na, ja, komm ich. Würde ich gerne das Rohmaterial oben mitnehmen. Ja, dann nimm das eben erst mit. Da hinten sind noch. Oh, kriege ich euch die jetzt da hoch oder was? Vielleicht muss man richtig werfen. Ah, Mist, die laufen da lang. Ich hoffe, die kommen da durch. Und dass sie angegriffen werden. Ja. Nein! Drecksviech. Ja, da ist noch eine große. Bewacht dahin noch einen Schatz. Mann, die Scheiße. Die Kamerascheiße. Ich will das Vieh ein. So. Gott, das Vieh war insane nervig gerade. Ja. Tag, ne, da ist noch was eingegraben. Nein, ich wollte es nicht, das mit. Dann packen wir um. Ja. Ich wollte eigentlich Ojin das Scheiß hier transportieren. Lass Ojin da mal buddeln. Ojin? Achso, das ist er. Schon fertig. Na gut. Gut. Langsam neigt sich der Tag auch zu Ende. Da würde ich jetzt sagen, die Sachen noch abtransportieren, da oben noch abtransportieren. Oh, Leute. So, in Behandlung. Ich wollte meinen, müsste man doch eigentlich jetzt schon geben können. Fischbett, Gelbsaurier, Obina, Wässriger Titan, auch schön. Das ist wie, glaube ich, wie bei Dings gewesen, bei Pikmin 3, der Name. 15% haben wir schon beim ersten Tag abgeschlossen. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. 15 Wasser Pikmin verloren. Ja. Und 8 Eis, das ist schätzend. Nein, stopp, kein Schritt näher. Chefin, was ist los? Gibt es ein Problem? Sie sind hier, auf der Shepard. Pikmin. So viel Pikmin. Wenn es so weitergeht, werden wir zerquetscht. Ja.
Also, Chefin, ich sehe hier gar keine Pikmin. Was? Oh, zum Glück, es war nur ein Albtraum. Ich meine, ein Traum. Ich habe den Pikmin Befehle gegeben und ich war dabei äußerst gefasst und so. Ja, total gefasst. Natürlich, nichts anderes hätte ich angenommen, Chefin. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt auf jeden Fall nochmal nach, wer haben wir denn da heute eigentlich? Das würde mich ja interessieren, wen haben wir eigentlich gerettet? Tag 20 sind wir schon angekommen. So. Gut, dann jetzt ist es, ja, hi Martin. Ja, Dude. Ob das wirklich unser Pilot ist? Weiß ich nicht, bevor der da ins Loch kam, war da eigentlich noch kein Laubling. Ja, das ist ja wirklich. Bernhard! Bernhard, langjähriger Pilot, der für Privatunternehmen flog. Also ein richtiger Rich Boy. Bevor er Rettungscrew kam. Niemand strahlt mir Optimismus aus. Super optimistisch. Also, Mann, ich habe wegen der Friese und bin halt so klein jetzt gehofft, dass es Alf. Aber allein schon mal gesagt, dass der. Ja. Und die Batterielässung lässt langsam nach. Es gelang uns, Bernhard, unseren Piloten zu finden und zu heilen, damit er die Rettungscrew ist wie vollständig. Alter, er ist so ein richtiger Rich Boy, wenn er für Privatunternehmen flog. Bernhard, wie schön, dass es dir gut geht. Sonst würde ich lieber noch etwas ausruhen? Tu nur so, als wäre nichts gewesen, Diego. Danke, dass du dir solche Sorgen um mich machst, Diego. Aber ich kann jetzt wieder durchstarten. Schon komisch, seit ich keine Blätter mehr habe, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Wenn ich das nächste Mal alleine in einer Höhle zurückgelassen werde, kann ich ganz allein entkommen. Ja, willst du auf etwas Bestimmtes hinaus? Er ist mir wirklich sauer, dass ich einfach abgehauen bin. Wer wäre das nicht? Excuse me? Nee, nur ein kleiner Witz, Diego, nur ein kleiner Witz. Ausgezeichnet, endlich ist die Rettungscrew wieder vereint. Dann ist nun der Moment gekommen, in dem wir unsere ursprüngliche Mission aufnehmen, die Rettung von Captain Olimar. Jawoll! Spitze Neuzugang, wo haben sie dich denn gefunden? Du bist ja richtig klasse. Du bist sicher unsere Geheimwaffe, von der ich gehört habe. Schön, dass uns wenigstens einer... Ich bin dir echt dankbar, dass du mich gerettet hast. Schön, dass uns endlich mal einer mal richtig appreciated. Dankeschön. Chefin, ich habe da etwas gefunden, das uns vielleicht hilft, Captain Oli mal aufzuspüren. Sieh dir mal diesen Logbucheintrag an. Warum cool, schreit oder? Da manche Worte immer so? Mein Ziel, alle Dolphin-Teile zu sammeln, rückt in greifbare Nähe. Das ist ja wie in Pikmin 1. Teil 1, ja. Dem Schiffsradar zufolge befinden sich die letzten Teile innerhalb eines riesigen Bauwerks. Mein Lebenserhaltungssystem wird nicht mehr lange durchhalten. Zeit für eine letzte Anstrengung. Ich bin der Meinung, bei uns im Basiscamp liegt auch ein Teil davon rum, oder nicht? Hm. Stimmen diese Angaben? Tja, als wir mit dem verbesserten Radar gesucht haben, empfingen wir ein starkes SOS-Signal aus einem riesigen Bauwerk. Ich gehe davon aus, dass es Captain Olimar stammt. Sehr gute Arbeit. Wie immer ist alles weitere auch überlassen wir euch. Mach mal. Rettungscrew, auf die Station bitte. Sprich, Azubi, mach mal Drecksarbeit. Ja. Der Rest schaukelt Eier. Jetzt frage ich mich aber, war Ocean Schwanzspitze schon immer so grün? Hä? War die nicht die ganze Zeit? Oder? Da hat er doch schon immer ein Blatt gehabt, oder nicht? Oder hat er nicht einen Püschel gehabt? Obwohl, stimmt. Ich war der Meinung, das war auch immer mehr so eine weiße Bombe. Und jetzt ist es wie so wie von Olimas Hund. Kann die jetzt blühen? Hm. Ocean? UK? Nachher ist Ocean der geheime Endboss. Ja. Ja gut, das eine mit Dings haben wir ja. Wo ist denn hier der? Oder gibt es noch was, weil wir das geschafft haben? Okay. Das eine habe ich ja gerade direkt auf 100% gehabt. Gegen Olimar. So, da vorne ist noch hier unser neuer. Ah, unser Pilot hat was zu sagen. Hallo. Sag mal, bist du nicht unser Neuzugang, von denen alle reden? Kann ich dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir wirklich bin. Endlich erfrische ich uns mal jemand. Wir haben die gleiche Erfahrung. Ach ja, ich bin Bernhard übrigens. Pilot der unvergleichlichen Shepard. Ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich muss schon sagen, du scheinst mir wirklich ein cleveres Köpfchen zu sein, wie die Chefin die ganze Zeit sagt. Ja, verglichen mit dem Rest, ne? Na, sprich mal mit ihm. Als ich Blätter auf dem Kopf hatte, Junge, da drehte sich bei mir alles nur um der Dory. Also, hör mal, ich brauche deine Hilfe. Und zwar musst du alle retten,
die so, wie ich belaubt wurden. Jeden einzelnen. Ja, haben wir vor, ne? Ich weiß, keine einfache Aufgabe, aber es ist auch was für dich drin, ich schwöre dir. Nämlich meine gesamten Rohmaterialvorräte. Gesammelten. Also, kann ich auf dich zählen? Ich drück dir beide Daumen auch. Echt, du hast schon so viele gerettet. Du bist echt klasse, Neuling. Wenn jemand diese Belohnung verdient hat, dann du. Weiter so. Ich mag ihn. Du bist ja so gefühlt der erste Normale da drin. In der ganzen Crew. So, mein Lieben. Du bist toll. Mein Lieben, Bernhard ist gerettet, Rettungsgruppe vervollständigt. Im nächsten Part geht es dann wieder zurück und wir schauen mal, was wir noch so machen können. Eine Person können wir noch retten, ohne dass wir zur Nachtexpedition müssen. Wir schauen mal, wer es beim nächsten Mal sein wird. Ich weiß nicht. Also, mein Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.